So, ich glaube, das ist ein sehr emotionales Video von Tanzverbot, die Wahrheit. Wurde hochgeladen vor 3 Tagen, 2 Tagen. Ja, hab's noch nicht gesehen. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das zusammen an. Ich habe nur gehört, dass er irgendwie ein wenig deprimiert ist. Keine Ahnung, wegen seiner Ex oder so. Ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach mal das Video an. YouTube. Ich weiß auch nicht, warum ich dieses letzte Video aufgenommen habe, wo ich gesagt habe, ey, ja, diese Rumgeheulerei und sowas. Digga, mir geht's scheiße. Und ich will das aussprechen, weil das hier ist mein Channel, wo ich darüber reden kann, dass es mir scheiße geht. Ich habe absoluten Kummer, weil ich mich Ah ja, Kummer. verfickt nochmal immer wieder in irgendwelche Girls verliebe, die mir Kummer bereiten. Und das kann nicht sein. Und das verursacht diese gesamte Scheiße hier. Ich mache nichts mehr. Bin endlich wieder entsperrt auf Twitch. Ich fick alles weg. Ich fick mich finanziell weg. Ich werde bald wahrscheinlich obdachlos sein, weil ich keinen Elan für nichts mehr habe. Ich setze mich an den PC, muss aber sofort wieder los, weil wenn ich in dieser Wohnung hier bin, es fickt mich weg. Ich habe Bruder, der Bruder hat ja richtig Liebeskummer. hier in diesem Raum sind meine Gedanken frei. Ich fange an, wieder zu denken, nachzudenken über Dinge, die mich traurig machen. Und diese Dinge, die mich traurig machen, bringen mich dann bis 1% davor zu weinen. Aber ich kann nicht weinen. Ich möchte weinen. Ich möchte das, was in mir ist, möchte ich rausheulen, weil das hilft. Weil ich das in der Vergangenheit erfahren habe, dass das hilft, wenn man heult. Aber ich kann nicht weinen. Ich bin immer so ein bisschen davor. Vielleicht, wenn es ganz gut läuft, läuft mal ein kleines Tränchen runter. Aber ich weine nicht. Dieser Druck ist in mir und ich explodiere bald. Und noch viel schlimmer finde ich einfach, dass das Internet darauf so dementsprechend reagiert. Fick diese ganzen Influencer, die immer alle auf perfekt geilen Tag tun und sowas. So ist das nicht. Das ist nicht die Realität. Und Ja gut, das weiß aber jeder. Ich meine, gerade YouTuber oder so, die müssen immer, ja, das Ganze einfach schauspielen, gute Laune schauspielen, aber niemand weiß, wie es denen privat geht oder so. Gut, manchmal merkt man es denen an, aber ja, gerade so wie der es gesagt hat, in Instagram oder so, tun eine auch immer auf schöne Welt, tun alle auch immer auf schöne Welt, aber so ist es halt nicht. Das ist scheißegal, ob ich 8 Milliarden auf dem Konto habe. Mir kann es trotzdem scheiße gehen. Diese Kommentare dieser Leute, ja, auch das fickt mich. Das ist auch gelogen zu sagen, ey, das juckt mich nicht. Ich bin ein Mensch. Ich bin kein Roboter, wo man hinten USB-Stick reinmacht und dann habe ich neues Firmware-Update und dann ist mir alles scheißegal. So funktioniert das nicht. Ich bin ein Mensch. Ja, mir geht es vielleicht nicht schlecht und um Geld zu machen, muss ich vielleicht nicht so viel machen wie andere. Aber trotzdem bin ich gefickt. Und ich finde diese Argumentationsgrundlage von Menschen so anstrengend. Hey, dir geht's doch gut, du machst mit YouTube dein Geld. Ja, ist doch scheißegal! Ist doch verfickt egal, wie viel Geld ich ob. Ja gut, Geld macht nicht unbedingt glücklich. Also Geld macht vieles einfacher, aber glücklich, ich meine, die, die es haben, die sagen das ja auch immer, es macht nicht unbedingt glücklich. Also gerade so materielle Dinge, die halten auch nicht lang an. Auf dem Konto habe. Wenn ich jetzt 1 Million auf dem Konto hätte, würde es mir genau in der Situation genauso scheiße gehen, weil das nicht meine Sorgen sind. Natürlich werden das irgendwann meine Sorgen, weil diese ganzen depressiven Phasen, die ich hier gerade erlebe, das führt alles irgendwann dazu, dass sich immer weniger Leute für mich interessieren. Ich stream nicht mehr, ich mache gar nichts mehr. Natürlich, ich hab nicht ausgesorgt für 20 Jahre. Das ist nicht so. Irgendwann ist es vorbei und ich habe keine Perspektive. Ich habe kein gar nichts. Ich habe keinen Schulabschluss. Ich habe keine Weiterbildung gemacht. Ich habe nicht mal ein verficktes Praktikum gemacht. Bevor ein Praktikum angefangen hat, habe ich entweder keins gesucht oder ich bin rausgeflogen aus der Schule. Wie ich 8 Mal, nee, 7 Mal aus der Schule geflogen bin. Oder 6 Mal, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Sonderschule. Ein halbes Jahr war ich in der normalen Schule. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keine Perspektive. Aber darum geht's doch nicht. Das ist nicht das, was mich fickt gerade. Ich habe ganz andere Gedanken. Und diese Gedanken sind Frauen. Frauen ficken meinen Kopf. Oder Frau, Einzahl. Das fickt meinen Kopf und ich kann nichts tun. Ich versuch mich seit einer Woche zwanghaft draußen mit Kumpels. Grüße gehen raus von Erik. Absoluter Ehrenmann, dass er immer Bock hat, sich draußen zu treffen. Versuche ich mich abzulenken. Es funktioniert dann auch in den Fällen immer. Dann gucke ich immer wieder auf mein Handy, muss alles analysieren, muss irgendwie stalken und dann bin ich wieder kurz drin. Und ich versuche mich immer. Also gerade stalken ist in solchen Sachen das Schlimmste, was man machen kann. Also mein Video wird Tanzverbot höchstwahrscheinlich nicht sehen, aber das sollte der auf jeden Fall sein lassen. Abzunicken. Ich versuche immer, irgendwelche Leute um mich zu haben, dass es nicht dieser Prozess beginnt in meinem Kopf, dass sich wieder Gedanken entwickeln, die mich wieder so ficken. Digga, ich sitze hier zu Hause und ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich kann diesen Druck nicht abbauen. Ich kann nicht weinen. Ich möchte gerade so laut extrem doll weinen. Ich möchte einfach schreien. Ich möchte alles rausdrücken, diesen ganzen Kummer, damit ich mich danach befreit fühle. Aber es geht nicht.
Es geht nicht, ich bin nicht so ein Mensch, Digga, ihr wisst, wie ich bin, guckt meine Livestreams an, ich bin immer, ich war immer so ein, so ein Mensch, den alles, mir war immer alles scheißegal, weißt du, aber wenn man so emotional schon so eingedrückt ist, dann fickt sowas natürlich, Kommentare, sowas ist mir normalerweise scheißegal, aber wenn es große private Bereiche gibt, die mir Sorge bereiten, dann bin ich angreifbar, fuck, Alter, dann ist mein Schutzschild weg, dann kann man hier mit Level 3 Lasern auf mich schießen, Alter, dann bin ich weg. Mich nervt das einfach so, das setzt mich so massiv unter Druck, dass irgendwelche Leute schreiben, ey, heul mal nicht so viel rum und ich mir dann denke, ey, ihr habt recht, ich bin voll der harte Motherfucker, ich bin Tanzverbot, Alter, ich kann nicht heulen, mir ist alles scheißegal, es ist nicht so, ich bin ein verfickter Mensch, ich habe Emotionen und ich bin nicht nur wütend, ich bin auch traurig, so wie ich jetzt schon 8 Wochen lang traurig bin oder so, nein, wie lange bin ich traurig, keine Ahnung, Mann, ich kann es nicht ausschalten und ich möchte, dass ihr das einfach wisst, ich habe keinen Bock mehr hier auf dieses Getue. Ja, ich bin eiserner Mann, Alter, mir ist alles egal, macht doch, was ihr wollt. Doch, das juckt mich und das provoziert natürlich jetzt auch solche Kommentare, weil ich gucke mir keine Kommentare mehr an. Ich habe mein letztes Video hochgeladen, ich habe nichts vom... Ja gut, Kommentare anschauen ist immer so eine Sache. Ich meine, es gibt immer Hater oder irgendwelche Leute, die einen beleidigen, das wird es auch immer geben. Deswegen ist es halt nicht so praktisch, dann in solchen Momenten dann auch Kommentare zu lesen. Da richte ich noch mehr auf. Ich habe mir nichts angeguckt, weil mich das alles so massiv unter Druck setzt. Ich will das einfach nicht. Ich will einfach diesen privaten Bereich für mich abschalten, weil dann baut sich mein Schutzschild langsam wieder auf und dann kann ich sowas auch wieder abwehren. Aber es ist alles scheiße, es setzt mich alles unter Druck. Kein Stream, keine YouTube-Videos mehr. Alles kacke. Ich verbaue mir gerade alles. Ich bin mir dessen komplett zu 100% bewusst. Ich bin ja kein Psychopath. Vielleicht wirklich gerade ein bisschen so. Weil ja gut, Videos lädt er gerade so in letzter Zeit echt nicht viele hoch. Also gut, die letzten 3 Videos handelten um dieses Dieter Bohlen-Interview, aber naja. Ich will einfach nur mal aussprechen, was Phase ist. Ich will, dass ihr dass ihr meine Realität kennt. Meine Realität ist nicht so, oh ja, geil, Alter, Partys mit Leuten, Alter. Ich habe keine Probleme, mir geht's super gut, mir geht's nicht gut, mir geht's scheiße. Weil ich auch Scheiße gebaut habe. Und ich habe eine fucking wichtige Person verloren, die ich nicht verlieren möchte in meinem Leben. Und das ist einfach nur Arsch. Also Tanzverbot, ich da auf jeden Fall schuld dran. Scheiße. Mann. Dass die Beziehung da zerbrochen ist. Alter, ich werde jetzt auch gleich wieder duschen und wieder rausgehen. Ich muss mit meinem Auto rumfahren. Ich will mich auf den Verkehr konzentrieren, laut Musik hören und nicht an das denken, was mich zerstört. Aber es geht nicht. Ich kann es nicht. Ununterbrochen. Digga, der hat ja richtig Depressionen. Er sollte einen Psychiater oder so aufsuchen. Oder, ich weiß auch nicht. Er sollte sich professionelle Hilfe suchen. Der ist ja richtig am Arsch. Wochen habe ich Kontakt mit anderen. Bevor der da noch in irgendeinen Drogenrausch rutscht. Man weiß ja nie. Menschen gehabt, aber es hat nicht funktioniert. Ich kann mich nicht ablenken. Den ganzen Abend treffe ich mich mit irgendwelchen Leuten, aber ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg von diesem Gedankenprozess und das fickt mich. Ich glaube, ich brauche einen Psychiater, einen Psychologen oder sowas, der mir hilft, damit ich aus dieser Phase komme. Hört sich ein bisschen witzig an, aber braucht er vielleicht echt mal. Ich weiß ja nicht, wie schlimm es ist. Aber ich fick mich hier gerade komplett weg. Mein Onkel sagt mir das auch, Alter. Hör auf jetzt, das sind nicht die wahren Probleme. Wenn du jetzt aufhörst mit YouTube und diesem ganzen Zeug, dann hast du einen Grund, depressiv zu sein. Und das ist einfach so, weil das hier meine einzige Möglichkeit ist, die mir irgendwer gegeben hat, der mir das Glück gegeben hat. Ja. Der mir das Glück gegeben hat, dass ich mit meiner Art und Weise so viele Menschen erreichen kann. Und was mache ich hier, Alter, verdammt nochmal, ich nehme schon wieder ein Video auf, wo ich heule. Aber das bin ich. Ich habe auch Heulphasen. Ich bin nicht einfach nur der vielfressende Dreckswichser, der den ganzen Tag irgendwelche Frauen beleidigt oder sowas auf humoristische Art. Man, muss man hier sagen, das ist schon komisch, sondern ich bin auch das. Und ihr sollt das sehen. Und wenn mich jetzt 1000 Leute deabonnieren, ja, dann tut es mir weh, aber dann ist es so. Mann, lieber 1000 Abos weniger, als sich zu verstellen und so zu tun, als ob man der makellose, immer glückliche Influencer ist. Ja, an sich, vom Grundgerüst habe ich kein schlechtes Leben, auch wenn ich mir das selber natürlich dadurch, dass ich es ja unordentlich liebe, schlechter mache, als es sein muss. Ja, es geht mir gut, ich habe sehr viele Freiräume, ich bin selbstständig, ich kann mir meine Zeit, beziehungsweise meine Arbeit, die ich gerade nicht vollziehe, kann ich mir selbst einteilen, aber ich mache es nicht. Ich bin an mich selbst gebunden, ich kann mich nicht einfach krank schreiben. Fuck, Alter. Ich bin so durch. Ihr seht das in diesem Video. Ich bin einfach verdammt nochmal kopftot. Ich will einfach, dass ihr das wisst. Ich habe keinen Bock auf dieses rumgetrickste. Ja, ey, ihr habt recht, Alter. Einer hat gesagt, hör auf zu heulen. Und ey, blub, Alter. Ich weiß nicht, ob es ein Psychologe oder sowas war, aber mir ging es auf einmal sofort gut. Was, der Kommentar? 1200 Likes? Digga, mir geht's richtig gut. Fuck you, es bringt nichts. Mann, ich liebe euch und ich hoffe, dass wir uns irgendwann an einem Zeitpunkt wiedersehen, wo dieser psychische Druck, der auf mir lastet, weg ist. Dass ich mich wieder komplett auf euch konzentrieren kann, auf das Internet konzentrieren kann. Weil das ist mein Hobby schon immer gewesen.
Seitdem ich meinen ersten Laptop hatte, ich saß nur am PC, jetzt bin ich draußen. Digga, was mache ich da draußen? Ich rede mit Menschen und ich check einfach, ich gehöre nicht in diese Welt so ein bisschen. Weißt du, die Art und Weise, wie sich teilweise Menschen unterhalten, wie sie an bestimmte Dinge rangehen, ich check so, Alter, wo ist mein Teamspeak? Ich will mit Timo reden. Grüße gehen raus an Timo, der guckt sich's eh nicht an. Aber wisst ihr, was ich meine? Junge, ich liebe euch. Und bitte nimm mir das nicht übel, dass ich rumheule, aber das bin ich. Das bin nun mal gerade ich und das möchte ich nicht verstecken. Fuck, Alter, 2 Videos vorher noch. Ey, ich heule nicht mehr rum. Und jetzt heule ich rum. Geil, Mann. Dang. Also, ja, Tanzverbot. Was soll ich sagen? Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Hau auf jeden Fall wieder YouTube-Videos raus. Und ja, der sollte auf jeden Fall Zeit mit seinen Freunden verbringen. Vielleicht sich professionelle Hilfe suchen und... Tja, in diesem Sinne.